Jingle bell, 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 bell. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Adventskalender, Türchen Nummer 15. Heute wird es eine Prognose geben, Dortmund gegen Leipzig, das Ganze ist nachkommentiert. Ich spreche das gerade richtig professionell hier natürlich jetzt rein. Danach wird es eine Challenge geben gegen den lieben Manu. Hey Leute! Schaut bitte unbedingt bei ihm vorbei, rechts und beim i, ist ein guter Kumpel von mir, hat erst letztens mit YouTube angefangen und könnte noch ein paar Abos gebrauchen. Also tut mir bitte den Gefallen und lasst mal ein Abo bei ihm da. Und ja, wir spielen Dortmund gegen Leipzig, das Spiel ist in kommender Woche. Ich bin gespannt, das wird natürlich ein richtiger Kracher. Ich habe mir tatsächlich Leipzig ausgewählt, fragt mich bitte nicht warum. Ich spiele Leipzig, kommentiere das jetzt nach, Dortmund gegen Leipzig in Dortmund. Ja, lasst uns beginnen. Das Ganze beginnt nämlich schon relativ früh. Wir gehen auf die rechte Seite nach unten. Piszczek. Piszczek kann sich durchsetzen mit der wunderbaren Flanke. Und irgendwie kommt der Ball zu Hazard. 1:0 für Dortmund nach nicht einmal 6 Minuten. Das ist ein Start, den man sich so hätte wünschen können. Dortmund führt nach nicht einmal 6 Minuten durch Hazard. Die Fans freut das auf jeden Fall. Leipzig nicht so begeistert, allerdings lassen die auf die Antwort auch nicht allzu lange warten. Paulsen zieht zurück mit dem Pass auf Werner. Werner scheitert an Bürki, doch da hinten ist Forsberg. Tor ist leer, Bürki kommt nicht mehr ran und er macht das 1:1 direkt im Gegenzug zum 1:0. Hier der wunderbare Pass auf Werner. Leider scheitert er an Bürki und dann ist Forsberg der Vollender. Freistoß in der 21. Spielminute. Paco Alcácer ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Weiter sollte es gehen. Sancho setzt sich unten durch gegen Klostermann, gegen alle und Marco Reus mit dem 2:1. Dortmund wieder in Führung und das innerhalb von 30 Minuten. Schon 3 Tore gefallen sind, das freut die Dortmunder natürlich und es geht wunderbar weiter, aber nicht für Dortmund, denn Klostermann kann sich hier den Ball wunderbar wieder zurückerobern. Jetzt Leimer auf Sabitzer, Sabitzer, der wartet, bis oben Klostermann wieder mitläuft und jetzt gucken Sie mal, Klostermann, Klostermann, Klostermann und jetzt spielt er ab auf Yusuf Paulsen, 2:2, nicht aber 7 Minuten. Nach dem 2:1 schon wieder das 2:2. 4 Tore in einer Halbzeit, das kann man machen. Und dann gibt es auch noch den Pfostenschuss von Dortmund. Leipzig kann klären. Wir gehen in die zweite Hälfte und dann dieser Bock von Leipzig und Dortmund, das, die nutzen das natürlich eiskalt aus. Paco Alcácer an den Pfosten und dann der Nachschuss. Wieder Paco Alcácer, 3:2, Dortmund führt erneut zum dritten Mal in diesem Spiel. Und jetzt wird Leipzig wieder ausgleichen, hier wird es richtig eng, Bürki und Forsberg, was macht der, das Tor ist so gut wie leer, kann den Ball im Netz unterbringen, schafft es nicht, Werner direkt eine Chance, später auf Forsberg und wieder. Wieder setzt er ihn am Tor vorbei und Leipzig drückt weiter. Dieses Mal wieder Werner von außen. Dieses Mal macht er es alleine. Außennetz. Leipzig drückt und ist dran am Ausgleich am dritten, am heutigen Tag. Nichtsdestotrotz kommt Dortmund wieder. Die führen aktuell und die führen weiterhin. Die bauen die Führung sogar noch aus. Mario Götze, was ein wunderbarer Volley von Mario Götze zum 4:2, das Spiel allmählich entschieden. Dortmund baut die Führung endlich aus, ohne den Ausgleich zu kassieren. Wunderbarer Volley von Mario Götze. Ohne den Ausgleich zu kassieren, aber Leipzig, die wollen nochmal, die probieren nochmal. Nkunku mit dem wunderbaren Pass auf Halstenberg und Halstenberg sieht Werner in der Mitte, flankt und Werner mit einem Kopfball, das sieht man auch selten. 4:3, nichtsdestotrotz ändert das nichts mehr am Spielstand, Spiel dann vorbei. Werner, 4:3, der Abschlusstreffer
Die einen Fans freuen sich, die anderen, die haben noch viel zu diskutieren, denn das war ein wichtiges Spiel, was verloren geht. Okay, Mystery Ball, ich sehe schon meine 16-2 Niederlage kommen. Ich habe den Modus, wie gesagt, noch nie gespielt, deswegen wird es interessant, aber... So Leute, wir machen wieder Zufall. Zufall. Das haben wir im Adventskalender auch gemacht, genau, ich erkläre es mal kurz. Wir haben quasi drei Versuche. Wir dürfen den ersten nehmen, wir dürfen den zweiten nehmen, wir dürfen den ersten, den zweiten oder den dritten Versuch nehmen. Das ist uns selbst überlassen. Die Gefahr besteht natürlich, dass wenn wir jetzt beim ersten zum Beispiel Bayern bekommen und wir sagen so, nee, ich will aber noch besser in Verein, so realistisch, dann ja, könnte es sein, dass wir beim nächsten Mal nur einen Stern haben. Adventskalender. Ja, fangen wieder an. Ich? Ja. Nee, diesmal fängst du an. Diesmal ich? Diesmal fängst du an. Scheiße. Frauen. Ey, das ist ja, so ein Projekt. Sie haben nur Frauen. Ja. England, 1,5. Zweite Liga. Du bist dran. Ah, ist nee. Also ich mach auf jeden Fall nochmal, das ist gar nichts. Salzburg, Österreich. Oh, jetzt wird's schwierig. Graz, Junge, das passt eigentlich perfekt. Ja, aber. Ich bleib. Du bleibst. Ich bleib bei meinen 3. Das Ding ist, wenn ich jetzt drück und einen Stern bekomme, ne? Okay. Oh! So viel schlechter führt! Wie kann man denn auf so einen Zufall treffen? So viel schlechter geht es nicht. So ja, ein so Zufall hier. Oh, Klöbler! Ja, Jungs, ihr wisst, ich bin Bayern-Fan, deswegen. Ist doch gut. Super ist das für mich, ja. Burchard, ey. So ein Idiot. Ach, nee. Ja, Hauptsache die Abwürfe kommen aber nicht perfekt, ne? Ja, der ist aber schlecht. Oh! Oh, was? Schuss! Schussboost. Oh Mann, dass der nicht drin ist, ist ja schon wieder so unfair. Ja, Mann. Ich bin noch dümmer als... Ey. Nee, Mann. Ist das nicht Spaß? Scheiße! Ich hab schon gedrückt gehabt! Jawohl. Nein, so scheiße! Nein! Nein! Ich bring den Ball! Wir sind so gut, das sind auch so gute Mannschaften, die. Perfekt für den Modus, ja. Ey, schau es dir an! Komm, spiel ihn doch! Was? Abschluss! Abschluss! Jetzt gibt's einen anderen Boost, Dribbling, also 5 scheiß Skills und ein bisschen schneller. LOL! Nichts. Was? Nichts. Was? Das war nichts! Tempo schon Tempo, wieder. Jawohl. Tempo kommt fast nie und. Digga, wer bestellt sich für eine Hose für 70 Euro? Ja, mach ich. Jogginghose. Mach ich, ja. 70 Euro. Ist nicht mal dein Monatsverdienst. Geiler Ball. Hey. Das schneidest du bitte nicht rein, Alter. Ah. Jetzt hab ich sowas reingeschrieben. Nee, Mann. Ja, das war mal grad, zwei. Das war grad so Karma, ne? Ich schwör's dir, weil ich das gesagt habe. Soll ich doch mit reinschneiden? Ja, schneid's mit rein. Weil sonst macht's jetzt ja keinen Sinn. Jawohl, direkt 2-0. So muss das. Lol. Ey, gibt's in dem Modus gar nicht mit. Der Schiedsrichter ist so dumm. Was Spiel, ne? Ja. Ja, komm, schick mal den mal. Kommt ihr. Ja, zack, zack. 2-2. Wieder Passspiel. Irgendwie treffen wir, aber schießen wir noch nicht, ne? Ne, noch wir gar nicht. Nur bei Passspielen so ein Scheiß. Aber wieder Dribbling, Alter. Dribbling, sicher? Ja. Ey, wohin, Mann? Der Torwart ist echt scheiße. Kann ich den tauschen? Abtauschen. Ja. Wahrscheinlich tauschen. Ey, ohne, ey, ich weiß nicht. Ich verkaufe den. Steht morgen auf dem Transfermarkt. Sascha Burchard, so ein guter Torhüter. Der geht aus eurem Tor raus. Hast du ihn geholt? Der Faule. Funk kannst einwechseln, den gibt's glaube ich nur. Funk, ja. Logische Konsequenz, oder? Testen wir erstmal das 4-2. Was? Das lag am Tor, Mann. Hat er da vorbeigelenkt. Schießen. Mal 2. Schön. Ja, nee. Schön. Ja, nee. Ja, nee, ja, doch. Vielleicht. Ja. Schön. Willst du es eigentlich testen?
Oh, so ein Torwart braucht man. Ich wollte es abbrechen, aber es geht hier nicht. Abbrechen. Es geht nicht in FIFA. In PES kannst geht du in PES abbrechen? Ja, Schuss, oder? Klar, du kannst deine Eingabe kannst abbrechen. Ich habe sogar gedrückt, aber es ist scheiße. Oh, der Torwart macht gar nichts. Jawohl, mal zwei, ja. Also ich habe sogar gedrückt, abbrechen, da musst du die beiden reindrücken. Ich so ultra schnell gedrückt und merkst du, dass es gar nicht geht. Einfach. Merkst du, dass es gar nicht funktioniert. Mal zwei, oder? Das Ding ist, warum sind die auch so schnell? Beweglichkeit. Ah, schmeckt! Nicht ganz so krass wie Tempo, aber es ist halt schon heftig. Arschloch. Lol, das war so verdient. So verdient. Wegen dem Sweat-Dingens. Aber ich sweat auch eigentlich. Also von daher. Ja, nur vorhin beim Dings. Wolter. Abseits. Nee. Ach, ich sweat nicht! Hab ich doch gesagt, ich sweat auch! jawohl! 4-4. Tempo ist immer nur mal 1, habe ich das Gefühl. Aber es macht auch am meisten Bock. Von All Boost! Nee, noch nicht. Aber schießen ist auch kacke, für mich zumindest jetzt. Finde ich ganz gut. Nice. Bester Schuss. So einen guten Schuss habe ich noch nie gesehen. Ja, nice! So einen guten Abruf habe ich noch nie gesehen. Dein Torwart ist verstanden, dann machst du immer. Das. Passt mal, ne? 3, Alter, nee. Oh, mal 3. Mal 3! Fuck! Funk! Ultrasynchron! Schießen, jetzt muss ich direkt Abnahme. Nee, Funk kommt raus. Ja! Da ist er draußen! Da ist er draußen! Nice! 6-4! Richtig nice! Salzburg! Oh, jetzt ist August. Jetzt ist August. Ich glaube echt, das ist vorbei. Digga, das ist so. Den ich gemacht habe. Alter, das ist so OP. Ich kotze. Instant eine Minute. All Boost. Nein, ich habe Dribbling. Ich habe immer so häselige Sachen. Ich dachte, der Ball glitzert voll. Wo soll ich denn passen jetzt? Ich weiß nicht. Nee, Funk. Ich weiß nicht, wie ich machen soll. Ja, das ist so easy. Also auf so eine Distanz mit Schießen, Boosten auch, das ist kein Ding dann. 8-7, nur noch 9 Minuten. 9-7. 9? 9-7. Ach, zählt ja mal rein, ne? Ja, 9-7. 9-7. Mal 2 bitte? Nee, mal gibt's glaube ich nicht. Abseits. Okay. Ja! Jawohl! Jawohl! 89. Damit habe ich halt echt nicht gerechnet. Ich habe zwar gesagt, aber ich habe niemals damit gerechnet. Komm, gib mir alle Boost, gib mir alle Boost, jetzt Nachspielzeit. Nachspielzeit, alle Boost. Wie er reinspringt. Jawohl, ich habe extra gewartet, dass er, wenn ich ihn verkacke, und das habe ich gemacht, dann pfeift er ab. Jetzt geht's noch in die Overtime, Alter. Das ist ja so ein krasses Video. Aber ey, nee, jetzt komm ich nicht mehr zurück. Du hast nach rechts gedrückt. Warum hast du nach rechts gedrückt? Okay, dann gibt's Golden Goal. Wow, ey, wie... Das war nicht meine Schuld. Das war kein nicht der Plan auch vielleicht. Vielleicht, mein. Vielleicht. Das war auch nicht meine Schuld, das war mein Daumen. Ja. Nice, Passspiel. Schmeckt richtig. Ja, ihr habt verloren. Oh! Leck mich wegen dir, Alter. Ja, alles geplant, alles geplant. Ah, oh, Mann, oh, hat trotzdem Spaß gemacht. Auch wenn ich safe nicht verloren hätte. Ich hätte so easy gewonnen. Naja, nichtsdestotrotz, bevor der Kamerako jetzt ausgeht, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Schaut unbedingt bei ihm vorbei. Unbedingt. Und ja, lassen wir total, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.